wo wir gerade bei Liebesliedern sind. Die zwei Verliebten da zu sehen, wie sie eng umschlungen da stehen, wie sie sich küssen. Wie wenig sie noch voneinander wissen und sich doch so nah sind, wie das Kornfeld und der Wind. Oh Mann, ich könnte es sehen, was sind wir manchmal für Maschinen und könnten Menschen sein. Sieh dir die beiden rein, neugeboren, offen und bereit. Sie kamen aus der Einsamkeit und dann sind sie sich begegnet. Und es hat Sterne geregnet, zwei Hirne, zwei Lenden. Wie sie allen, die sie sehen, Hoffnung spenden. Stell keine Fragen, was sie hinter sich gelassen haben, ist nicht mehr ganz so relevant. Haben sie sich noch nicht gekannt, jeder ist irgendwie verletzt. Und was zählt es jetzt? Und wie es weitergeht, und es ist nie zu spät. Sie können es nicht mehr verstecken, nicht ums Verrecken, wie sie die Arme um ihn schlingt, wie er für sie singt, soll die ganze Welt es sehen. Schaut mal, wie schön wir uns lieben. Über unsere Liebe werden Lieder geschrieben. Stell keine Fragen, was sie hinter sich gelassen haben, ist nicht mehr ganz so relevant. Haben sie sich noch nicht gekannt, jeder ist irgendwie verletzt. Und was zählt es jetzt? Und wie es weitergeht? Und es ist nie zu spät. Das Leben ist so kurz, aber das ist so fucking Schnurz. Im Augenblick zählt nur unser Glück, wie wir miteinander sind, wie das Kornfeld und der Wind, alles vergessen, ich kann dich fressen. Schau mir in die Augen, darf ich deinen Blick aufsaugen, alles von dir wissen, darf ich dich küssen. Und deinen Nacken rübst du mir als alten Mann beim Kacken, drück mich. Fick mich. Stell keine Fragen, was sie hinter sich gelassen haben, ist nicht mehr ganz so relevant. Haben sie sich noch nicht gekannt, jeder ist irgendwie verletzt. Und was zählt es jetzt? Und wie es weitergeht? Und es ist nie zu spät. Erwachende Energien und verbrauchte Fantasien. So viel zu entdecken, wie ein Kind an allem mal lecken. Ideale rosa-rot, ich will dir treu sein bis zum Tod. Ihr habt meinen Segen, ich würde mich so gern zu euch legen. Stell keine Fragen, was sie hinter sich gelassen haben, ist nicht mehr ganz so relevant. Haben sie sich noch nicht gekannt, jeder ist irgendwie verletzt. Und was zählt es jetzt? Und wie es weitergeht? Und es ist nie zu spät. Dankeschön!